Herzlich willkommen. In diesem Tutorial werden wir mit Behavior Tree arbeiten und dem Enemy hier, den Charakter hier, eine AI geben, also eine KI, so dass es dann automatisch laufen kann und uns angreifen kann, wenn wir in der Nähe sind. Dazu öffnen wir unser Content Browser, gehen zu Blueprints, erstellen einen neuen Ordner, nennen es AI oder KI, könnt ihr auch nennen. Dann bei Blueprints schreiben wir AI. Controller, dann wählen wir das hier aus, denn ich nenne das AC Enemy für AI Controller Enemy. Dann hier wählen wir Behavior Tree aus, dann BT Enemy nenne ich das. Dann nochmal brauchen wir eine Blackboard, BB Enemy nenne ich dieses hier. Alles gespeichert. Okay, dann öffnen wir unser AI-Controller. Gehen in den Event Graph. Bei Begin Play soll es Run Behavior Tree machen. Dort setzen wir das Behavior Tree, welches wir gerade erstellt haben. Speichern das, schließen, das brauchen wir nicht mehr. Dann öffnen wir unser Enemy Blueprint. Und dann wählen wir halt das oberste Enemy aus, Self. Dann bei Pawn müssen wir hier AI Controller auswählen. Unseres hieß AC Enemy. Und hier Place it in World. Das heißt, wenn es in der Welt platziert ist, funktioniert das nur. Aber wir wollen Place it in World or Spawn it. Also wenn es der Welt platziert wurde oder gespawnt wurde. Also so funktioniert das wahrscheinlich gar nicht, wenn wir das gar nicht machen. Genau. Nachdem wir das gemacht haben, öffnen wir unser BB oder BT können wir. Öffnen wir zuerst mal BT, würde ich sagen. Also Behavior Tree. Dann wählen wir hier unter Behavior Tree den BB aus, das wir erstellt haben. Das ist als Standard immer eingestellt, falls man noch kein Blackboard hat. Dann gehen wir zu Blackboard hier oben. Vergrößern das eventuell. Also ziehen es halt oben hin. Dann wählen wir Vektor aus. Nennen es Target Location. Dann ein Bool namens Is Fighting. Noch ein Bool ist near. Noch ein Bool ist dead. Und dann wählen wir Objekt Attack Actor. Das passt alles bei den oberen Variablen. Nur bei der Attack Actor müssen wir noch was ändern. Wir drücken auf dieses Pfeil hier. Objekt passt, aber Base Class Objekt passt nicht. Da müssen wir Actor auswählen, weil der Attack Actor ist ein Actor Class. Speichern nicht vergessen, weil wenn es abstürzt, dann müsst ihr alles nochmal von vorne machen. Das könnt ihr löschen, wenn ihr wollt, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Genau. Als nächstes Selector brauchen wir. Danach brauchen wir eine Sequenz. Ich ziehe das mal weiter nach links. Wir brauchen Dekorator, Blackboard. Das ist sozusagen eine Branch. Also in Event Graph würde ich es eine Branch nennen. Kopieren das, fügen das nochmal hinzu. Dann bei Blackboard K wählen wir Is Fighting, Is Not Set. Wenn es nicht kämpft, soll es das ausführen. Und unten wählen wir Is Dead, Is Not Set. Also wenn es nicht tot ist, soll es das abspielen. Und wenn es nicht im Kampf ist. Dann erstellen wir eine neue Task hier oben. Wir benennen das eventuell noch um. Wo ist das jetzt? Ist es hier? Ja.
Nennen es Find Random Location, zu dem kommen wir ein bisschen später. Zuerst mal würde ich das alles hier reinschreiben, bevor wir das programmieren. Schreiben halt hier Find Random Location rein. Dann O2. Und dann wait. 5 Sekunden finde ich arg lang, deswegen machen wir 3 Sekunden. O2 ist hier. Target Location. Zum Auswählen. Dann Doppelklick auf Find Random Location. Einbeinig. Okay. Dann brauchen wir Event. Execute AI. Branch. Get Actor Location. Das deaktivieren. Get Actor Location hier. Verbinden das mit dem hier. Dann ziehen wir das raus. Schreiben Random Point in Navigable Radius. Ich schreibe hier rein, 1500 soll es in dem Radius sich bewegen. Ihr könnt auch andere Werte reinschreiben. Dann ziehen wir das rüber. Set Blackboard Value. Das ist weiter oben. Ja. S Bool. Oder nee, Entschuldigung, S Vector muss das sein. Set Blackboard Value S Vector, so das hier. Wir ziehen es auch weiter runter. Das dafür benennen wir mit dem hier. Das da machen wir kurz so. Das muss so sein. Dann adden wir eine Variable. Das nennen wir. Wie nennen wir das denn? Target Location, würde ich sagen. Blackboard Key Selector brauchen wir hier ausgewählt. Dann Instant Editable, dieses Auge hier aktivieren. Ziehen das hier rein. Verbinden das mit Key. Ich glaube aber, irgendetwas ist falsch. Weil das ja nicht verbunden ist. Mit was sollten wir das verbinden? Eventuell mit dem. Return Value. Wenn das true ist, dann soll es das abspielen. Wenn es false ist, das hier. Also nur wenn es einen Punkt auf der Weltkarte findet, wo es sich bewegen kann, dann spielt es das ab. Wenn es keinen Punkt auf der Weltkarte finden kann, dann soll es sich zu der Location bewegen, also zum Ort, wo es sich gerade befindet. Also gar keinen Ort soll es sich bewegen. Genau, dann Finish Execute. Brauchen wir zweimal. Wir setzen das auf True, das auch auf True. Das untere könnt ihr auch eigentlich auf False machen. Kommt drauf an, einen Moment. O2. Jetzt machen wir auf False das untere. Okay. Also wenn es keine neue Location findet, dann soll das fehlschlagen natürlich. Okay, dann können wir das auch wieder schließen. Das funktioniert jetzt auch wahrscheinlich, wenn wir Target Location richtig eingestellt haben. Ja. Okay, dann wechseln wir zu Enemy. Dann Event Graph. Hier muss man einiges machen. Any Damage nächstes Mal, damit wir ein bisschen Übersicht hier haben. Ich mal hier runter. Okay,
Dann, ah, bevor wir das machen, müssen wir noch was machen. Hier müssen wir Add Sphere Collision. Dann erst dann Visibility Sphere. Schreiben hier Tag. Adden einen neuen Tag. Nennen es auch Visibility Sphere. Das ist also die Sichtweiten-Sphäre. Das tue ich auf 700. Ja, also wenn es in diesen Sphäre drin ist, der Spieler, dann läuft er zu ihm hin. Ansonsten nicht. Genau. Hier Event Graph. Okay, einen Moment, ich will das kurz testen. Wie ihr seht, auch ohne diese Visibility-Sphäre bewegt er sich jetzt frei rum in der Welt. Aber sonst macht er halt nichts anderes, außer sich bewegen, dann 3 Sekunden warten und dann sich wieder bewegen. Das haben wir schon mit dem hier gemacht. Und die Sphäre, ich habe halt vergessen, das noch zu zeigen. Jetzt habe ich es halt gerade schnell gezeigt. Okay. Einmal. Dann hier auswählen. Ah, ups, jetzt habe ich das verschoben. Dann ganz unten auf Begin Overlap und nochmal auswählen und dann End Overlap. Dann erstellen wir eine neue Variable. Ist that? Fragezeichen. Get hier hin. Branch. Wenn es nicht tot ist, soll es das abspielen. Dann jetzt all actors with tag. Player schreiben wir da rein. Ihr müsst halt darauf achten, dass euer Player hier den Tag Player hat, ansonsten registriert er das nicht. Get Copy brauchen wir. Dann Get Components by Tag. Primitiv Component müssen wir hier einstellen. Kopieren das weiter runter. Also bei beiden muss Primitiv Component dran stehen. Oben müssen wir near Capsule schreiben. Und unten Visibility Sphere. Also wenn die near Capsule, also die sozusagen mehr oder weniger Kollisionsbox von der oder Kollisionskapsel von der vom Spieler auf den Visibility Sphere vom Enemy, also ist es hier, oder sagen wir so, wenn der Spieler in dieses Ding reinläuft, dann spielt es das ab. Hier müssen wir self noch schreiben, eventuell, aus sicherheitshalber. Dann jetzt copy zweimal. Dann brauchen wir is overlapping Component. Mal ganz kurz gucken, welches ist. Also Visibility. Also das ist so Auto Component in die Kapsel und Visibility ist der Target. Dann brauchen wir ein Branch. Verbinden das mit dem hier. Wenn der Spieler im Bereich ist, soll es was abspielen. Dazu erstellen wir eine neue Variable. Ist near Byte Capsule Fragezeichen. Dann soll es das auf True setzen, wenn es in der Nähe von der Byte Capsule ist. Also wenn es nah genug ist, dann soll es kämpfen. Mehr oder weniger kämpfen halt, das registriert halt, dass es halt in der Nähe von einem Visibility
Visibility Sphere ist, in Sichtweite sozusagen. Okay. Was kommt jetzt? Okay. Dann brauchen wir eine neue Variable. Ist toxic. Das da tun wir in Get-Format rausziehen. Branch. Jetzt sagen wir, also hier haben wir gesagt, ob es, hier haben wir halt gesagt, ob, dass es registriert, dass es in der Nähe von dem Kapsul ist. Also von der Sphere eigentlich, aber egal. Ich hab's, nennen wir es einfach Kapsul. Das spielt keine Rolle. Und hier sagen wir, wenn es aggressiv ist, der Spieler, müssen wir übrigens auf True setzen. Ansonsten spielt das den Rest nicht ab. Also den kämpft er nicht. Also wenn es aggressiv ist, dann soll er es erst abspielen. Wir können hier einstellen, dann später, ob der Enemy aggressiv ist oder ob er erst dann aggressiv wird, wenn er angegriffen ist. Indem ihr das ausschaltet oder einschaltet. Eingeschaltet greift er halt an, wenn man schon in der Nähe ist. Okay, dann, Entschuldigung, wir müssen zuerst mal eine Variable stellen. Ist fighting, Fragezeichen. Set. Also wenn es aggressiv ist und in der Nähe von einem Enemy ist, dann soll er kämpfen anfangen. Genau. Jetzt von hier kopieren wir alles, ziehen das eventuell weiter nach unten, fügen das wieder ein. Also alles kopieren bis zum zweiten Branch, also erster Branch, zweiter Branch, bis das alles kopieren. Hier müssen wir achten, hier ist das nicht mehr true, sondern hier müssen wir mit false mal weitermachen, weil wenn es nicht in der Nähe ist, wollen wir jetzt ansprechen. Okay, dann ist eine Fight Capsule Set, wenn es false ist, wenn es nicht in der Nähe ist, soll es hier die Variable auch ist in, nicht in der Nähe einstellen. Und es soll kämpfen aufhören, wenn es nicht mehr in der Nähe der Sichtweite ist. Genau. Dann können wir das kommentieren. Wie nennen wir das? Visibility Sphere. Nenne ich es mal einfach. Das müsst ihr nicht machen. Das mache ich jetzt nur für mich. Okay, das hätten wir auch. Jetzt müssen wir Platz schaffen oben. Das schiebe ich nach unten jetzt. Einfach mal, damit wir hier Platz haben, über Visibility Sphere. Dann Event Tick, falls wir das noch nicht haben. Wir haben das schon, okay, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Dann ziehe ich das weiter nach unten. Custom Event, Event Tick 1, Custom Event, Event Tick 2. Event Tick 1 verbinde ich mit dem hier. Custom Event, Event Tick 1 und Event Tick 2. Nachdem wir die abgespielt haben, die zwei Nodes hier, ziehe ich das weiter nach unten. Ja, okay. Okay, dann brauchen wir Get All Actors with Tag nochmal. Es soll Player aufrufen. Dann get a copy brauchen wir. Dann equal node brauchen wir, Operator. Wenn Spieler gleich ist mit dem Actor hier, der berührt wird von der Sichtweiten Sphere, dann soll es erst abspielen. Ansonsten würde es auch abspielen, wenn es sich selbst berührt, also wenn der eigene Charakter oder wenn andere Charaktere in der Sichtweiten-Sphäre drin sind. Das wollen wir nicht. Okay, dann. Not a.
Satz. Ich habe doch Rechtsklick gedrückt. Not equal. Operator brauchen wir diesmal. Dann. Einen Moment. Okay. Self müssen wir hier schreiben. Also wenn es self ist, ja, wenn es nicht die gleiche ist wie Otter Actor. Also hier oben sagen wir, wenn es gleich ist, der Spieler mit dem Player, dann soll es abspielen. Und hier sagen wir, wenn es nicht gleich ist mit Enemy und der Otter Actor, soll es abspielen. Branch. Ich hoffe, das war jetzt verständlich genug. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, ich werde es euch dann besser erklären. Also, was heißt hier besser? Ich werde es euch dann mehr erklären, sagen wir so. Ich glaube, ich habe schon gut genug erklärt. Wie dem auch sei, machen wir weiter. Okay, dann ziehen wir Otek raus. Machen hier, so hier. Get Components by Tag. Das hier. Primitiv Component. Müssen wir wieder einstellen. Near Capsule. Bleiben wir hier. Bitte immer auf die Rechtschreibung bei Tag achten. Ansonsten findet es das nicht. Braucht ihr euch nicht wundern, wenn es nicht klappt, wenn ihr es falsch schreibt. Okay, dann Get Copy. Dann hier Visibility Sphere rausziehen. So, ja, halt in Get-Format. Geht ja nicht anders, glaube ich. Das geht gar nicht, wie ihr seht. Also das einfach rausziehen. Genau. Dann schreiben wir Is Overlapping Components und nicht Actor. Wir brauchen das mit dem Component. Target ist in dem Fall Visibility Sphere und Auto Actor ist hier Kapsel vom Player. Also, das da könnt ihr eigentlich auch mit dem hier verbinden. Geht auch beides. Aber wir lassen es jetzt einfach mal mit Attractor. Dann schreiben wir hier Branch. Okay. Wie machen wir das? Ah ja. Dann schreiben wir Attack Actor hier als Variable, neue Variable rein. Wählen hier Actor aus. Hier das hier. Dann Objektreferenz. Dann tun wir hier Set. Einmal für oben und einmal für False. Wir verbinden jetzt beides miteinander. Hier tun wir Otter Actor, das was es berührt mit dem Sichtfeld. Oben sagen wir, wenn der Spieler, der Eintritt da ist und in der Sichtfeld ist, dann setzt es den Actor und unten sagen wir, wenn es nicht in der Nähe von dem Sichtfeld ist, dann löscht es den Actor. Wenn wir das nicht verbinden miteinander, dann, also wenn das leer ist, dann setzt es immer auf empty, also auf leer. Deswegen ist es sehr praktisch, um etwas wieder zu löschen. Okay, haben wir Is Fighting schon? Ja, haben wir. Okay, dann Get is Fighting. Oben Family und Branch. Wenn's kämpft, sagen wir. Wenn's kämpft, wollen wir Get all Actors of Class. Diesmal nicht für Tag. Diesmal brauchen wir das mit Class. Dann AC Enemy. Oder? Nee. Doch AC Enemy, stimmt. Get Copy brauchen wir hier. Bevor wir das weitermachen, schreiben wir hier noch Set Value as Bool. Hier brauchen wir. Genau, dann brauchen wir Blackboard. Welches war es nochmal? Ist es mit dem blauen Ding hier? Bei AI Controller Get Blackboard. Wir verbinden das mit Target.
Dann brauchen wir make literal name. Das mit K. Make literal name. Ja. Is fighting, sagen wir hier. Hier sprechen wir unser Blackboard-Variable an. Is fighting und setzen hier entweder true oder false, je nachdem, was wir brauchen. Hier oben brauchen wir es auf true. Dann kopieren wir das. Ne, das alles meine ich. Dann ziehen wir das weiter nach unten. Das mit false. Hier ändern wir nur diesen Haken hier. Also wenn es berührt. Ne, wenn es im Kampf ist, meine ich. Dann soll er is fighting auf true setzen im Behavior Tree. Behavior Tree, so jetzt. Im Behavior Tree soll es in der Blackboard selbst die Variable auf True setzen und wenn es nicht kämpft, soll es auf die Kampfvariable auf False setzen. Tja, so wollte ich das nicht haben. Moment, hat das noch alles richtig? Ja, okay. Alles noch richtig. Wenn ich mehrmals auf Zurück gedrückt habe, wollte ich einen auf Nummer sicher gehen. So, wie nennen wir das jetzt? Ist Fighting oder ist Visibility Sphere? Ne, ist Fighting dann. Ist Fighting dann. Schreibe ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es der perfekte Name ist, aber egal. So, und damit es besser aussieht. Okay. Dann kommen wir zur Apply Damage. Also Any Damage haben wir ja schon, aber dann jetzt brauchen wir Apply Damage Event. Ne, Entschuldigung. Wir brauchen Custom Event. Ich habe das durcheinander gebracht. Dann Apply Damage. Schreiben wir rein. Dann brauchen wir einen Branch. Ist dead. Also wenn es tot ist, soll es nicht abspielen. Hier sehe ich schon einen Fehler. Es muss false sein. Also wenn es nicht tot ist, soll es abspielen. Gut, dass ich das jetzt nochmal gesehen habe. Ist hier oben, ist dead nochmal? Nee. Also wenn ist dort, dort, genau. Entschuldigung, Hals hat gekratzt. Also wenn ist dead, also ist tot, negativ ist, also nicht tot ist, dann soll es abspielen. Wenn ist tot richtig ist, ja, dazu kommen wir vielleicht in einem anderen Tutorial, wenn er tot ist. Aber wir wollen ja erstmal, oder ich weiß gar nicht, vielleicht kommt es ja noch später nochmal. Ich glaube, wir werden halt, falls wir das noch nicht gemacht haben, ah ne, das haben wir ja schon gemacht, stimmt. Wir haben ja schon gesagt, dass es umfallen soll. Der Gegner. Wenn er stirbt. Wenn ich es auch gerade nicht finde. Hier, Man Dead. Das haben wir schon gemacht. Nur wir haben das anders aufgerufen, anstatt mit Is Dead haben wir gesagt, wenn Leben auf 0 ist, dann soll er sterben, anstatt dass wenn die Variable auf True ist. Aber egal. Ich will das Video eigentlich kürzer halten, deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Okay, dann brauchen wir. Nee, hier bei False müssen wir. Delay. Je nachdem, wie lang eure Kampfanimation geht. Bei mir geht es 2,1 Sekunden. Deswegen. Also, was heißt hier 2,1 Sekunden? Wie lange braucht ihr, bis der Angriff startet in eurer Animation? Wenn zum Beispiel die Animation 3 Sekunden lang geht und ihr ganz genau bei einer Sekunde haut, aber ihr müsst halt bei ausgestreckten Armen oder je nachdem, wenn es Schwert ist, beim ausgestreckten Schwert die Sekundenzahl nehmen. Bei mir ist der erste ausgestreckte Arm bei 0,21 Sekunden. Deswegen nehmen wir diese Zahl. Das müsst ihr halt bei euch selbst nachschauen, wenn. Wie war, also ich kann es euch zeigen, wie ihr nachschauen könnt. Das habe ich eigentlich schon beim letzten Tutorial gemacht, aber ich zeige es nochmal.
Charakter Mesh, Animation, Punch. Hier könnt ihr schauen, wenn der Arm ausgestreckt ist, wie ihr seht. Der ist perfekt ausgestreckt bei 5, bei Frame 5. Hier steht die Sekundenzahl, wie ihr seht. 0,21 Sekunden ist es der erste Schlag. Der zweite Schlag ist bei 0,42 Sekunden. Aber da wir zweimal warten, deswegen die Hälfte von, also 0,21 Sekunden plus nochmal 0,21 Sekunden sind 0,42 Sekunden. Deswegen schreiben wir nicht 0,4 Sekunden, sondern schreiben zweimal 0,21 Sekunden. Falls es verständlich war. Ich glaube schon. Wäre nichts, was man eigentlich schwer verstehen könnte. Aber egal. Ich halte mal wieder viel zu lange auf, aber ich wollte euch das zeigen, damit ihr nicht euch fragt, was das sein soll. Okay. Dann Apply Damage. Wir wollen jetzt Damage machen. Causa ist self. Die müssen wir übrigens auf Instant Editable tun bei Attack Actor. Dann tun wir das reinziehen. Verbinden das mit dem hier. Genau, jetzt müssen wir Base Damage machen. Welches der Base Damage ist. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich die Variable schon habe. Habe ich nicht, wie es ausschaut. Dann erstellen wir eine neue Variable. Dann nennen wir das Damage. Es ist eine Float-Variable. Ziehen das hier rein. Dann die Weit-Operator brauchen wir. Multiply Operator brauchen wir. Okay, dann brauchen wir Concate oder wie das ausgesprochen wird, das hier. Ich erkläre gleich. Dann Random Integer in Range. Wir verschieben das noch weiter nach hinten. Kopieren die hinteren vier Nodes und fügen das unten nochmal ein. Wenn hier kann ich schon mal das auch noch verbinden, damit ich das gleich erklären kann, komplett, wenn wir die Werte eingegeben haben. Geteilt durch 100. Das habe ich eigentlich auch beim letzten Tutorial erwähnt, aber was soll's, dann erklärt man es halt ganz kurz nochmal. Für die Leute, die das Video neu anschauen. Oder die letzten Tutorials nicht mitbekommen haben. Also bei hier Damage, wir compilen zuerst mal. Hier setzen wir einen Damage. Ich mache mal 5. 5 ist der Damage, den er als Standard ausführen soll. Teilen das durch 100, damit wir 1% haben von den 100% Schaden. Dann multiplizieren wir das mal mit 50, damit wir 50% Schaden haben. Und sagen, mindestens soll es 50% des Basisschadens machen. Und unten sagen wir das gleiche, nur mit 150. Es soll maximal 150% Schaden machen von dem Standardangriff. Und hier könnt ihr auch auf 200 oder andere Werte stellen, bei beiden hier die zwei, aber die 100 muss auf jeden Fall da sein. Ansonsten habt ihr einen Prozentsatz hier, die ihr nicht ausrechnen könnt, zumindest nicht leicht ausrechnen könnt. Deswegen würde ich das 100 lassen und das da. Könnt ihr ändern bei Multiply-Operator, könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Kommt darauf an, wie stark oder wie schwach der Unterschied sein soll zwischen dem Standardangriff. Hier sagen wir, setzt das hier eine zufällige Zahl zwischen dem Minimum- und Maximum-Schaden soll es auswürfeln und dann das als Schaden ausgeben. Genau, schön und gut. Dann kopieren wir das bis zum letzten Delay. Fügen das hier nochmal ein. Verbinden das mal miteinander. Ja, dann war es das auch mit dem Apply Damage. Dann können wir das noch umbenennen in Apply Damage. Jetzt können wir hier noch kurz was machen. Es dauert nicht lang. Das, was wir jetzt als nächstes machen. Custom Event. Attack Event nenne ich das. Erstellen neue Variable. Has
Attack, Fragezeichen, ist eine Pool-Variable. Und hier Sets. Und Delay von bis der Angriff vorbei ist, plus die Wartezeit, die ihr haben wollt. Also einmal die 0,7 ist bei mir die Angriffszeit und die 2 Sekunden, die ich extra dazu gerechnet habe, sind die Wartezeit, die zwischen den Angriffen stattfinden soll. Wenn wir das nicht mit Wartezeit machen, dann greift es permanent an. Wie wenn ihr das so haben wollt, dann macht sie ohne die Wartezeit. Wenn ihr es mit Wartezeit macht, dann tut es hier noch eine Wartezeit dazu addieren. Die muss man auf True setzen. Erster Attack. Ich muss die Variable gleich umbenennen. Und nach der Wartezeit soll es wieder ausgeben, dass es nicht dass der Angriff schon vorbei ist. Und die Wartezeit. Ich benenne das um in HasAttackCat, ob es angegriffen hat, damit ich das nachher besser verstehe. Attack Event. Nicht zusammengeschrieben, aber egal, lassen wir es jetzt einfach mal. Okay. Dann sind wir mit dem Enemy hier fertig. Gehen zu unserem BT, also Behavior Tree. Dann Sequence brauchen wir eine neue. Dann kopiere ich das hier mal, füge das dreimal ein. Genau. Das oberste IsFighting ist schon mal richtig hier. Nur wir müssen das in Set, IsSet eingeben. Also wenn es kämpft, soll es das abspielen. Dann brauchen wir ist near, ob es in der Nähe ist. Wenn es nicht in der Nähe ist, soll es das abspielen. Und wenn es ist dead, nicht set, also wenn es nicht tot ist, soll es das abspielen. Es wird immer so sein, dass es nicht, wenn es nicht tot ist, abspielen soll, weil wenn es tot ist, soll es sich ja nicht bewegen. Deswegen ist dead immer ist not set eigentlich, dass ihr Bescheid wisst. Okay, dann erstellen wir eine neue Task. Ich klappe das mal zu. Hier ist die neue Task, die wir umbenennen wollen. Das nenne ich Find Attack Actor. Dann öffnen wir das nochmal. Event Execute AI brauchen wir nochmal. Passed to Enemy. Verbinden das mit dem hier. Dann Get Attack Actor. Hier das hier. Dann müssen wir hier Convert to Valid machen. Okay. Set Blackboard Value as Object. Value ist der Attack Actor. Dann brauchen wir eine neue Variable. Attack Actor nenne ich es einfach mal. Instant Editable, dieses Auge aktivieren. Dann Blackboard Case Selector brauchen wir, das oberste. Change Variable, ja. Ja, das wird schon passen, denke ich. Get. Hier soll es das eingeben. Okay, dann ja. Hier Finish Execute auf True setzen, dann kopieren und unten einfügen. Hier soll es False abspielen. Wenn es einen Angreifer gibt, soll es in die Blackboard reinspeichern. Wenn es keinen Angreifer gibt, soll es ausgeben, dass es falsch ist, dieser Task, dass es nicht erfüllt wurde. Genau. Dann können wir das auch wieder schließen.
Dann beim Behavior Tree Finds Attack Actor können wir auswählen. Dann hier sind wir auf Attack Actor umschwitzen bei Variable, die wir gesetzt haben. Okay. Dann brauchen wir Move to. Es soll sich bewegen zu Attack Actor. Ja, genau. Dann brauchen wir eine neue Task. Gehen wieder raus in den Content-Browser, um das zu umzubinden. Das nennen wir ist near, ist in der Nähe. Er soll sie dann registrieren, wenn es in der Nähe ist. Wir öffnen das. Event execute AI brauchen wir nochmal. Dann brauchen wir Set Blackboard Value. As bool. Soll true springen, wenn es das abspielt. Dann brauchen wir eine neue Variable. Ist near, nenne ich das. Schon wieder mal. Blackboard Case Selector brauchen wir. Dann tun wir das hier hin. Das soll true springen, genau. Dann finish execute brauchen wir. Zu true, genau. Das war's auch schon. Mitten ist near task. Dann ist near, müssen wir hier eingeben. Tja, wir müssen es nochmal aufmachen. Ich habe was vergessen. Ist near müssen wir Instant Editable machen. Genau. Und dann hier bei Ist near müssen wir Ist near auswählen. Ansonsten geht das nicht. Und wenn es jetzt alles richtig ist, müsste das funktionieren. Und wie ihr seht, läuft er zu uns. Nur, wir starten zu nah bei ihm. So, wenn wir nicht in seiner Nähe sind, bevor ich das euch zeige, gehe ich auf diese Sphäre hier. Dann scroll ich runter zu Hidden in Game, zu Aus. Dann können wir die Sphäre sehen. Also wie ihr seht, wenn wir nicht in seiner Sichtweite sind, dann läuft er nicht zu uns. Und wenn wir in seiner Sichtweite sind, dann läuft er zu uns. Aber ihr habt gesehen, mit Verzögerung, ich kann es ja nochmal zeigen, es ist leider verzögert. Er läuft nicht direkt zu uns, guckt. Wie lange das dauert, bis er zu uns läuft. Um das zu beheben, müssen wir zum Behavior Tree. Dann ist Fighting, müssen wir beim Blackboard Branch oder Dekorator, meine ich. Dekorator, ja, okay, ich habe es richtig ausgesprochen. Dekorator. Müssen wir bei hier Apports müssen wir auf Self einstellen und hier bei IsFighting nochmal bei Apports auf Self einstellen. Speichern. Und wenn wir jetzt reinlaufen, kommt es sofort zu uns. Kann ich Ihnen nochmal zeigen. Erst wenn er stehen bleibt, laufe ich mal rein. Jetzt guck, wie schnell er zu uns läuft. Einfach direkt, wenn wir drin sind. In seiner Sichtweite. Okay. Dann machen wir die zweite Hälfte. Sequence. Kopieren das hier, fügen das hier ein, ist hier, fügen wir ein. Kopieren die drei Blackboards, Basic Condition. Und dann setzen wir ist near, so ist set. Und der Rest passt eigentlich alles. Der Rest bleibt gleich. Genau. Okay. Finds Attack Actor brauchen wir nochmal. Tun hier Attack Actor auswählen.
Machen wir so, dass es schön aussieht. Okay, dann, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir ja Rotate to Face BBN-Tree machen. Hier müssen wir ebenfalls Attack Actor auswählen. Er soll sich zum Gegner drehen, nachdem es den Gegner gefunden hat. Aber auch erst, wenn es beim Gegner ist, soll es sich, wenn er nah genug ist, sich drehen. Dann brauchen wir neuen Task. Wieder mal. Wieder den Content Browser benennen es um. Das war nicht der Task, das war der Task. Fight nenne ich das einfach. Jetzt kommen wir zum Fighting. Der wird ein bisschen, naja, sagen wir es wird nicht kurz grad, es wird ein bisschen länger dauern. Aber nicht zu lang, also deswegen. Event Execute AI brauchen wir. Cast to Enemy. Verbinden das hier mit dem hier. Get all Actors of Class. Nee, true. Get alle Actors with Tag brauchen wir. Dann Player. Get a copy. Dann get components by tag. Schon wieder mal primitiv Component müssen wir einstellen. Okay. Tag ist Direction. Direction Capsule. Ich schau mal ganz kurz, ob das richtig geschrieben. Ja, ist richtig geschrieben. Dann get copy. Is overlapping component. Dann gehen wir zurück zu hier. Oder nee, Entschuldigung, nicht hier, zu Cast. Range Box wählen wir aus. Range Box ist Target und Other Component ist Direction Capsule vom Player. Okay. Jetzt muss ich auch ganz kurz erklären. Also vom Spieler, vom Gegner, von dem Enemy halt, ist der Spieler eben. Vom Spieler Direction Capsule. Es ist die innerste Kapsel hier, die extrem dünn ist, von der Breite her. Ihr könnt ja eine Kapsel erstellen. Das sollte 5 breit sein oder kleiner, aber es sollte nicht größer als 5 Kapseln sein. Wenn diese Kapsel mit dem vom Gegner, der auch so in die Richtung schaut, wenn der Gegner hier steht, dann berührt das den Direction Capsule so, wenn es ganz genau zu ihm schaut. Wenn es nicht zu ihm schaut, dann zum Beispiel, wenn er es in die Richtung schaut und der Gegner steht hier und schaut in die Richtung, dann dreht er sich so lang, bis er zum Direction Capsule zusammentrifft. Und wenn es zusammentrifft, wenn es overlappt, hier sagen wir, dann soll es erst abspielen. Ich muss das natürlich auch immer erklären, weil es sind Leute auch, es schauen auch Leute zu, die ich meine Tutorials alle angeschaut haben, oder was ist ja alle, die letzten zumindest. Und in den letzten habe ich das ja schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal, kein Problem. Okay, dann brauchen wir noch einen Branch. Dann gehen wir zurück zum Cast. Hier tun wir is fighting. Get is fighting. Dann get is near fight Capsule. Dann brauchen wir noch ein get. Es attacket. Es attacket müssen wir not Boolean anschießen. Wenn wir das da jetzt weiter hier rüber ziehen. Und hier
hier AND Boolean dazufügen oder ein Pin noch erweitern, und noch alles miteinander verbinden. Sagt es dann aus, wenn alle drei stimmen, beispielsweise wenn das nicht stimmt, gibt es True aus, aber wenn alle drei insgesamt stimmen hier, dann spielt es erst ab. Dann brauchen wir Animation Mode. Set Animation Mode, siehst du das? Set Animation Mode hier. Es soll vom Blueprint, also von der Bewegungsanimation zum Kampfanimation rüber wechseln. Dann brauchen wir hier beim beim Enemy brauchen wir das. Ziehen wir Enemy den Strich hier halt hin und nennen es dann Charakter Main. Also wir brauchen das äußerste Mesh, das wichtigste Mesh vom Charakter. Hier sehen wir, wir haben mehrere Objekte an ein Objekt gebunden, also Haare, Klamotten und den Charakter selbst. Wir haben gesagt, Charakter selbst soll alle anderen alle anderen Objekte, die hier hinzugefügt sind im Charakter, sollen die gleiche Animation abspielen wie der Charakter Man. Hier setzen wir denjenigen, der die Animation einmal abspielt, und hier die Objekte, die alle die gleiche Animation abspielen sollen wie dieses Objekt hier. Deswegen brauchen wir nur das da ersetzen. Okay, nachdem wir das gesetzt haben, verbinden wir das mal miteinander. Dann sagen wir Play Animation. Dann brauchen wir Punch Man. Target ist das hier. Dann haben wir zwei Custom Events erstellt. Der eine ist Attack Event. Das wollen wir abspielen. Dann wollen wir noch den Apply Damage Event abspielen. Tja, das war das Falsche. Apply Damage Event bei Enemy. Wir haben das auch bei Player, deswegen müsst ihr schauen, dass ihr das verwechselt. Dann müssen wir das hier mit dem Player, mit dem Enemy verbinden. Enemy Cast und das hier auch. Habe ich das schon verbunden? Ja, habe ich. Okay. Jetzt kurz zur Erklärung. Attack Event. Muss ich gerade selber überlegen, was das nochmal war. Ah ja, okay. Also hier prüft es nach, ob der NPC hier den Angriff schon vollendet hat. Oder er spielt halt, schwer zu erklären. Also Attack Event, er spielt das hier ab. Und da sagen wir, ist beim Angreifen zurzeit. Und innerhalb von 2,7 Sekunden sagen wir dann, der Angriff ist vorbei. Und das müssen wir so sagen, damit das nicht durchgehend abspielt. Hier haben wir gesagt, wenn es der Angriff vorbei ist, soll es erst abspielen, oder der Angriff gar nicht begonnen hat, eines von beiden, soll es die Angriffsanimation abspielen. Und hier sagen wir, mach Schaden. Also es spielt die Angriffsanimation nur ab, wenn der Angriff schon vorbei ist oder der Angriff gar nicht begonnen hat. Und es macht dann erst Schaden. Genau. Dann machen wir Delay von 0,7 Sekunden. Also ihr braucht hier einen Wert von dem, wo euer Kampfanimation vorbei ist, damit das nicht durchgehend die Animation abspielt. Das macht es wahrscheinlich ohne den Delay so oder so nicht, aber sicherheitshalber machen wir den Delay trotzdem. Also wie gesagt, 0,7 Sekunden dauert der Angriff, plus die 2 Sekunden Wartezeit sind 2,7 Sekunden, aber die Wartezeit lassen wir hier aus. Hier sagen wir nur die Animation, wie lange das dauert, die Kampfanimation. Genau. Okay, dann verwenden wir die Delay mit dem Branch, wo wir overlappen. Dann
machen wir hier so Wegpunkte. Genau. Na gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir wieder zurück zu dem letzten Branch. Ziehen das hier runter. Finish, execute, wenn einer dieser Werte nicht stimmen sollte, wenn es nicht kämpft, wenn es nicht in der Nähe ist oder wenn der Angriff vorbei ist, soll es hier abschließen, den Task. Gut. Ansonsten brauchen wir hier Branch nochmal. Wir verbinden das hier mit dem hier. Also wir haben gesagt, Fans, wenn die Direction-Kapsel, also wenn der Charakter zum Gegner schaut, dann soll er es hier bei True den Rest abspielen. Wir sagen wir, wenn der Charakter nicht, also wenn der Enemy nicht zum Spieler oder vom Gegner von dem Enemy schaut, wir sagen nicht, ich sage das Todesscan nicht, deswegen müssen wir falsch machen. Wenn der Gegner nicht zum Gegner von ihm schaut, dann soll es erst hier weitermachen. Dann machen wir Set Blackboard Value as All. Genau. Das lassen wir false. Erstellen eine neue Variable. Das nennen wir is near. Erneut mal Blackboard Case Select, so wählen wir. Instant Editable, Auge aktivieren also. Das dafür verbinden wir hier mit dem. Und das war's schon mit dem Blackboard Value ersetzen. Also auf False müssen wir das setzen. Dann Set Animation Blue. Nee, Set Animation Mode zu Blueprint. Hier müssen wir es mit Charakter Man verbinden, mit eurem Mesh. Okay. Dann brauchen wir noch Finish Execute. Den müssen wir auch auf Voll setzen. Okay. Also wenn der Gegner nicht in der Nähe ist, dann soll es in die Blackboard Value, also von der Blackboard Variable, das reinschreiben, dass es nicht gesetzt ist, also dass es nicht in der Nähe ist, soll es reinschreiben in die Blackboard. Und es soll die Animation, Laufanimation wieder abspielen statt der Kampfanimation, weil es ja nicht mehr in der Nähe vom Gegner ist. Also nicht in der Nähe vom Enemies Gegner ist, so. Und dann soll es abschließen und erneut zum Gegner laufen. Also, jetzt müssen wir nur noch eins machen. Right. Ich habe entweder nicht gespeichert oder das nicht aktiviert. Nee, ich habe noch nicht gespeichert. Okay. Ist nie, ist nie. Okay. Jetzt müsste das theoretisch gesehen auch funktionieren. Jetzt bewegt er sich gar nicht mehr, oder wie? Ah, doch. Okay, wie ihr seht, er läuft zu uns, greift uns an. Wenn wir weglaufen, läuft er hinterher und greift nochmal an. Ja, er macht bloß keinen Schaden. Wieso er keinen Schaden macht, ist leicht gemacht. Dazu gehen wir zum Player. Wir haben bei Player noch nicht angegeben, dass der Gegner auch Schaden machen kann. Mal schauen, ob wir Event-Tick schon haben. Ja, wir haben Event-Tick schon. Dann mache ich mal ganz kurz so. Custom Event. Event-Tick hier. Event-Tick 4 wählen wir hier aus. Soll Event-Tick 4 ebenfalls abspielen. Okay, dann sagen wir bei Event-Tick 4 Set Life Span. Hier soll es sagen, nicht Damage, Entschuldigung. Die Spielerpunktzahl, also die Lebenspunktzahl, ist der Life, die Lebensspanne von dem Spieler. Das brauchen wir. Also die Punktzahl, die wir haben, ist die Lebensspanne.
Okay. Dann würde ich das den Rest hier unten machen. Was wir jetzt noch nicht haben. Any Damage. Ne, haben wir noch nicht. Okay, Event Any Damage. Müssen wir machen. Dann tun wir Set Player Health. Dann tun wir Get Player Health. Sagen Subtract Operator. Es soll vom jetzigen Leben das Leben abziehen, was wir als Schaden hinzubekommen und das als das jetzige Leben dann abspeichern. Beispielsweise nach Abzug des Lebens als neues Leben dann abspeichern. So, wenn jetzt alles richtig ist, müsst ihr auch jetzt Leben abziehen. Ihr seht, er zieht Leben ab. Wenn wir ihn angreifen, ziehen wir ihm Leben ab. Und wenn wir abhauen, greift er uns immer wieder an. Genau. Okay, dann war es das mit dem Tutorial. War ein bisschen umfangreich, aber ein bisschen kürzer als mein erstes langes Tutorial, muss ich sagen. Finde ich gut. Wir haben genau 1 Stunde gebraucht für dieses Tutorial. Ich weiß nicht, ob ich alles super sauber erklären konnte. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, weil dieses Tutorial ist eigentlich. Ich habe es zumindest versucht, dieses Tutorial so zu machen, dass es jeder verstehen kann, auch die Leute, die meine Tutorials nicht mit anschauen. Aber im Falle, falls die Leute, die meine Tutorials nicht anschauen, das nicht verstehen, dann schreibt es mir das einfach, dann werde ich es erklären. Für Leute, die meine Tutorials anschauen, werde ich es natürlich ebenfalls erklären, falls sie etwas nicht verstehen. Ist ja selbstverständlich. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken, dann einen schönen Tag noch und bis dann. Ciao.